direkt hinter dem Raser. Aber der Typ geht nicht vom Gas. Nee, tu ich auch nicht. Warum sollte ich? Oh, ist einfach despawned. Roger, Charlie 8. In Ordnung, 4 Einheiten zusammen. Haltet durch. Code 6 ist entkommen. Ist noch nicht weit. An alle restlichen Einheiten. Letzter Sichtkontakt zum Fahrzeug in östlicher Richtung über die Seagate Bridge. Da fährt er gerade vorbei. Alle Straßen in seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Ah, der hat mich durch den Pixel gesehen. Scheiße. Ich muss was tun, sonst verlieren wir ihn. Ich schieb dich von der Straße. Dammit, ich wollte keine Verfolgung. Nein! Oh, damit habe ich nicht gerechnet, ey. Er ist in die Raffinerie gerast. Hab ihn verloren. Fahre dahin, wo ich ihn zuletzt gesehen habe. Sierra 13. Ich übernehme ihn wieder. Immer noch Code 3. Ocean Hills. Ja, wir schütteln die jetzt nach und nach ab, aber das sind halt 10 verfügbare Autos. Da kommt halt eben mal einer nach. Ne, ich bin kurz davor. Bitte bleib weg, bitte bleib weg. Sehe das Fahrzeug nicht mehr. Stand by, melde mich wieder. Oh nee. Hab ihn verloren. Schickt Einheiten her, die das Gebiet abriegeln. Alle Einheiten im Umkreis. Der Code 6 Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung auf dem Lauf einfach durchbalken. Einsatzleitung bestätigt Absperrung des Sektors. Übermittlung der Zielposition über das GPS. Aktuelle Infos folgen. Bestätige Zentrale. Hier ist Bravo 28. Ich habe 4 Einheiten bei mir. Wir sperren den Bereich nordöstlich seiner letzten Position ab. Oh, Gott sei Dank. Wir werden wieder angerufen. Hey, ich hab mich mal umgehört. Und angeblich wettet diese Mia ganz schöne Summen auf dich. Ich mag sie nicht. Sie hat auch ein echt langes Register. Die Cops beobachten sie also bestimmt. Halt dich lieber von ihr fern. Naja. Die eine Person sagt, lass den anderen nichts von mir wissen. Die anderen sagen, hey, lass dich nicht von dir beeinflussen, bla bla bla. Aber niemand weiß, dass ich mein eigenes Ding durchziehe. Wie viel Geld haben wir denn? Das ist nix. Das ist ja quasi kein Geld. Ah, machen wir so einen hässlichen Rundkurs. Los geht's. Vollgas! Woo! Ah, das Handling funktioniert jetzt wenigstens mal. Da kann ich auch mal gescheit ausweichen. Na, die Kurve mal ein bisschen noch enger nehmen und trotzdem nicht an der Wand hängen bleiben. Geil. Das ist gut. Crash. Ah, ist ja ein Rundkurs. Ich wollte gerade sagen 4 Runden, aber das sind nur 2 Runden, aber für da 4 Plätze halt. Schneller! Noch schneller! Komm schon! So, da fahren wir jetzt einfach mal ganz wild durch. Mit dem braunen Todesgas. Die schwarze Wolke des Jahrhunderts. Der Plan war interessant. Schön auszuprobieren, hat nicht funktioniert. Absolut nicht. Ich muss nur gerade mal gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Läuft noch. Sag mal, fährt da vorne ein Punto? Fährt da ein Punto? Das erkenne ich doch aus der Ferne, diese nach oben hin langgezogenen Rücklichter.
Ja, das mit dem Rückspiegel ist immer noch so ein Ding, ne? Ah, der gelbe Wagen hat es nochmal probiert, aber da war ich nicht so schnell. So, Platz 1. Und diesmal fahren wir ein bisschen gescheiter. Also nicht nochmal so ein waghalsiges Wagnis. Diesmal nicht. Diesmal fahren wir mal so, weil dann haben wir, glaube ich, nicht so einen hohen Jump. Boah, sauber gelandet, ey. Mal keine Faxen jetzt. Ups. Ja, guck mal, deutlich besser. Ich denke mir halt immer, durchfahren ist halt schneller als drumherum fahren. Aber wenn man ein gutes Handling hat, die Strecke kennt, das richtig macht, dann ist das kein Problem. Und dann ist das Rennen auch schnell vorbei. Weil dann hat man gutes Pacing, fährt einfach schnell durch, macht Kohle. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir machen. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 6.000, oder? Oder ist es? Ich weiß gar nicht, ob wir bei den Blacklist-Rennen mehr Geld kriegen als bei den Vorbereitungsrennen. Das weiß ich nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Werden wir jetzt aber mal tun. So, wir kriegen 3.000. Alles klar. Also tatsächlich viel. Ach, leck mich doch am Arsch. Hab gehört, du schlägst dich ganz gut. Mhm. Wenn es in Rockport so ähnlich läuft, erwarten dich weitere Gegner. Razor hat angeblich viele Fahrer um sich. Aber mach dir keine Sorgen. Er will dich nur verunsichern. Bleib konzentriert. Der bekommt noch seine Quittung. Ich muss ein paar Wetten auf dich abschließen. Bis später. Ja. Es ist beeindruckend, wie oft wir angerufen werden, wa? Ja, der Anruf kam jetzt, weil wir die Rennen abgeschlossen haben. Was mache ich hier nur? Oh yeah. Oh, der Audi. Los, komm. Wir loslegen. Will mein Audi so schnell wie möglich fahren. Los, lass mich durch. Mein Herz schlägt. Vier Ringe. Oh Gott, waren wir schlecht. Ah, die alte Radarfalle wird trotzdem noch im Radar oben angezeigt. Aber das wird eher für wenig Verwirrung sorgen, weil man selten den Fall haben wird wahrscheinlich, dass man da nochmal dran vorbeifährt irgendwie und das Ding nochmal aufploppt. Ich habe mich schon gewundert, so direkt nochmal eine Radarfalle? Ja, okay. So, da holen wir jetzt aber ordentlich was raus, oder? Jawohl. 4 km Unterschied, also nochmal ein weniger. Das war so abzusehen. Ich habe es kommen sehen. Ich wusste, dass das jetzt kommen wird. Frag mich nicht, woher. Ich wusste es einfach. Völlig normal in dem Spiel. Alice, K9 und Taco. Klar. K9 der Hund, Taco das Essen und... Ich würde was sagen, Taco der Mexikaner und Alice fresh aus dem Wunderland. Wir haben immer wieder irgendwelche neuen Leute am Start. So, 219. Das holen die nicht mehr auf. Dafür fahre ich zu weit voraus und viel zu gut. Hochmäßig, wie ich bin. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, danke fürs Anschieben. Trotzdem geschafft. Ja, alles klar. Voll reingeballert. So, nächstes Rennen. 2 haben wir noch. Danach ist Schicht im Schacht. Die Kohle liegt auf meinem Konto dann. Wuhu. So, wen haben wir diesmal? Tommy, Spencer und Santos. Mal ein paar normale Namen.
Es läuft. Und wie es läuft. Es läuft halt gut. Wir könnten eigentlich fast sogar schon den nächsten Blacklist direkt herausfordern dann. In derselben Aufnahme noch. Ja, ich habe auf jeden Fall genug Folgen jetzt. Schneide ich, werde ich jetzt über Nacht dann rendern. Wobei über Nacht, also man... Ey, das ist auch... Das fand ich ja krass. Ich hatte ja vorhin nur einen 4-Kern-Rechner. 4-Kern-CPU mit 8 Threads. Und jetzt habe ich eine 8-Kern-CPU. Also das ist für mich eine neue Welt gewesen, der Instant. Auch wenn es eine schon wieder ältere Generation ist, der 5800X. Es ist geil. Noch mehr Kerne hätten natürlich noch schnelleren Speed gehabt und so, aber das ist fürs Gaming und so, ist es der perfekte Ausgleich, mega günstig und trotzdem tausendmal mehr Leistung als der alte Rechner. Da läuft halt alles. Alter, was ist das denn für eine Kurve, ey? Ich wusste gerade nicht, wie ich die nehmen soll. Das ist ja wirklich eine 270-Grad-Kurve. Nee, nicht mal. 280. 300. Da geht er richtig rum. Guck mal, die waren trotzdem nicht schneller als ich. Also, besser ging nicht. Also schon, aber keine Ahnung wie. Oh, yo. Der Scheren-Effekt. Schnell durchhangeln. Wir heizen jetzt hier mal durch. Oh. Ich glaube, das wird uns gar nicht so einen krassen Vorteil bringen. Ja, nicht mal annähernd. LOL. Was geht mit dir? Ziehst du da gerade einfach an mir vorbei oder was? Oh, leck mich. Leck mich einfach nur. Der Gegenverkehr wieder. Wie er leibt und lebt. Ja. Nein. Gleich nochmal. Leider, leider. Zweiter Versuch. Das kriegen wir hin jetzt. Wieso habe ich mein Nitro jetzt eigentlich verballert? Ja gut, weil wir es, glaube ich, in dem ganzen Kurvengelage hier eh wieder auffüllen. Ey, in jeder Kurve habe ich kurz einen Herzinfarkt. Weil ich mir immer denke, ich bleib so dran hängen, ne? Ich nehme die viel zu eng. Das ist hier teilweise nicht mal so einfach abzuschützen. Nee, bin ich gerade gerutscht. Boah, letztens hatte ich einen krassen, zwei krasse Drifts mit meinem Privat, also mit meinem echten Auto. Das ist ein Ford Fiesta mit Frontantrieb. Habe ich ja vorhin erwähnt, 70 PS und so. Aber es hat geregnet, die Straße war glatt. Also nicht glatt, aber die war halt nass und so. Und da gab es eine Straßenstrecke. Da geht es ein bisschen berghoch, ein bisschen bergrunter und richtig kurvig. Und ich fahre da rum und mir bricht einfach bodenlos das Heck aus. Also das habe ich noch nie erlebt. Jawohl, fett rum. Und haben aufgeholt. Na wunderbar. Also das war wirklich... Das habe ich noch nie erlebt. Da bin ich in den Gegenverkehr reingerutscht. Das war super spät. Da war kein Mensch. Aber das war... Ja, also das war keine gute Aktion. Das war gefährlich. Das sind Erfahrungen, die nimmt man als Fahrer halt mit, um daraus zu lernen. Ja. Da bin ich halt um die Kurve rumgefahren. Ich meine, schon ein bisschen extremer, aber puh. Da merkst du dann richtig, du fährst rum und auf einmal zieht's hinten weg. Bei einem Frontantriebler. Das heißt, du verlierst halt nicht durch zu viel Gas den Kontakt, sondern literally durch... So, zack. Geschafft. So, ich muss kurz jemandem antworten. So. So, jetzt letztes Rennen. Wieso hat mein... Ist meine Uhr gesperrt? Nö. Wieso geht da mein Handy an? Sollte eigentlich nicht so sein. Naja. Letztes Sprintrennen.
Ey, der erste Porsche. Geil. Ein Porsche. Viel zu grün, aber ein Porsche. Geil, geil, geil. Hallo. Schnelligkeit gewinnt. Mir fällt mir auch gar nicht ein. Boah, kurz die Bremse antippen funktioniert super bei der Stelle, weil die ist halt echt eng. Da kannst du nicht mit Fullspeed durch. Egal wie gut dein Handling ist, egal wie gut der Bodenhaftung und Kurvenverhalten hat. Ne, der zieht halt, das Handling merkt man hier halt extrem, wenn er nicht so lange Kreise, also nicht so große Kurven zieht. Du kommst halt schneller und auch enger um Kurven rum. Boah, hä, wir haben es schon zur Hälfte durch. Geht aber schnell. Und die sind aber echt nah dran, merke ich gerade. Also die sind nicht weit weg, die Gegner. Ja gut, da ist auch ein Porsche dabei. Ah! Gas, Gas, Gas. Hardgas. Sofort. Mega. Schnell. Hopp, hopp. Oi, 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 oi. An alle Einheiten auf Empfang. Los geht's. Wir haben Meldungen über mehrere Code-6-Objekte mit zu hoher Geschwindigkeit. Zuletzt wurden sie gesehen in östlicher Richtung. Auf dem Ocean. Mach mir jetzt nicht mein Rennen kaputt, Motherfucker. Speedster, ja, okay. Der Name ist berechtigt. Name ist Programm. Aber, nee. Lasse ich nicht zu. Ich mach zu. Lasse ich nicht zu, indem ich zumache. Das ist halt auch so eine bodenlose Endstrecke, ne? Wer hat sich das Ziel ausgedacht? Du crasht ja automatisch in die Wand rein. Oh, und keine Polizei. So, alle Rennen haben wir geschafft. Wie viel Geld haben wir? 18.000, sehr geil. Einmal zurück. Und den Golf. Den Golf, Session, den Audi. Wagenauswahl. 17% Karrierefortschritt. Okay. So, der braucht jetzt nochmal ein paar Upgrades. Mal gucken, ob es schon reicht. Was haben wir denn noch nicht? Also, Motor haben wir. Getriebe haben wir auch. Fahrwerk. Kommt rein. Nitro hat er keins. Pro Nitro. Volle Möhre. Reifen haben wir drin. Das war das, was gerade noch so ging. Bremsen hat er, glaube ich, nicht. Oh, geht aber auch gleich Pro rein. Und können wir uns leisten. Und ein Turbo. Nein, der Turbo geht nicht. Ich krieg's kotzen. Den entfernen wir wieder. Und raus. Und jawohl, Alter, der geht jetzt richtig zur Sache. Und wenn wir da noch einen Turbo einbauen, ne? Leco mio, ey, dann haben wir aber eine Brennerkarre. So. So, die Beschleunigung ist noch nicht so geil wie beim Golf, aber wir sind nah dran. Wir sind sehr nah dran. Wir machen nochmal ein Rennen. Mach mal einfach das nochmal, da krieg ich mal Kohle. Geht schnell, bringt Geld. Gar kein Problem. Ja. Super. Ja,
Ja, wir können auch mal eben schnell manuell zu einem Shop fahren und mal ein bisschen das Auto abchecken. Na, da ist ja der Shop direkt. Ja, man merkt, dass er die Turbo echt braucht. So, jetzt gibt mir dem Ding noch ein Turbo. Bamsen. So, was können wir denn noch an Teilen schauen? Oh, Alter, das ist ja eine Beleidigung. Die Ringe schauen so, der schaut furchtbar aus. Oh, das hätte ich ja gerne. 10.000 für so ein Bodykit, ich raste aus. Das ist halt echt nix, ne? Da kaufe ich mir lieber das da. Na komm, dann alles klar. Junge, Junge, Junge. Okay. Wagenauswahl. Oh ja. Der hat besseres Handling. Bessere Höchstgeschwindigkeit und die Beschleunigung ist ein Stück drunter, aber das macht nichts. Oh, wir haben mit dem ein bisschen was verloren. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier aber erstmal einen Cut und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Various Mind. Bis dahin. Ciao.